Wenn ihr etwas auf eurem Handy schreibt und anschließend den Text vielleicht noch korrigieren wollt, falls ihr das macht, dann kann das manchmal fummelig werden, die Wörter auszuwählen oder einen bestimmten Buchstaben zu treffen, es sei denn, ihr kennt diesen einen Trick. Ihr versucht es dann nämlich nicht über diesen Textcursor im Textfeld zu machen, sondern ihr tippt auf die Leertaste und habt dann die Möglichkeit, einfach punktgenau den Cursor dahin zu schieben, wo ihr ihn haben wollt. Funktioniert übrigens über mehrere Zeilen hinweg. Und wie geil ist das denn?